So, liebe Leute, heute möchte ich euch was vorstellen, was die Freundin gekauft hat. Einen Ventilator, 90 cm in der Höhe. Und dieses Ding ist wie eine Klimaanlage. Ich möchte euch das zeigen. Man kann hier den Deckel öffnen. Na, geh auf. So, dieses Rowenta-Gerät. Cool geht mit Strom, also wenn ich hier auf Anfang, wenn ich hier einschalte, müsste es eigentlich laufen. Piepsedutz, aber jetzt läuft es dann. Ja, also ich habe das erst seit heute und da muss ich mich erstmal langsam reinfügen in das Gerät. Es hat verschiedene Einstellungen, ich gehe am besten mal ein bisschen dichter ran, dass ihr das dann auch ein bisschen besser sieht. Ja. Und so, dann kann man hier ein bisschen besser hier schalten und walten. So, hier müsstet ihr das dann auch sehen. So, also ich habe hier die Einstellung von sehr stark. Also da kommt ein sehr starker kalter Wind raus. Dann habe ich eine mittlere Einstellung, das hört ihr auch. Schön dezent. Dann kommt also die kleine, dann kommt die mittlere und dann kommt auch die starke. Dann kann ich diese Maschine laufen lassen. Seht ihr, es bewegt sich. Wie man das halt gerade möchte. Man kann es natürlich auch wiederum so schalten, dass es wieder anhält und halt nichts macht. Ja. Gleichzeitig hat es einen Inhalator, also für schlechte Gerüche kann man hier einschalten, dass es dann auch schlechte Gerüche aus dem Raum herauszieht. Ja, und dementsprechend halt, wo ist denn hin? Für die schlechte Gerüche halt neutralisiert. Und dadurch werden halt die Lamelle ganz anders gestellt, sehr intensiver. Und dann haben wir hier noch, seht ihr, er macht jetzt, die Lamelle haben sich ein bisschen anders gestellt. In dem Strichen fängt ein ganz anderes Programm an. Sehr ruhiges Laufen, dann wieder schneller, dann wieder ruhig, wieder schneller. Und dann haben wir hier eine eingestellte Uhr, ja. Also man kann hier zwischen einer Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden und 8 Stunden wählen. Man kann jetzt 8 Stunden hier laufen lassen, dann schaltet das sich elektronisch ab. Das kann man natürlich alles hier zumachen und dann macht er hier gerade seine Arbeit, wie er gerade soll. Und nach 8 Stunden, wie man es halt gerade eingestellt hat, schaltet das Gerät wieder ab. Oder aber man lässt es einfach stehen. Man schaltet hier, sagt sich, ich möchte jetzt aber hier mehr die Kühle haben. Dann tut man hier einfach einschalten, abschalten und dann hört diese laufende Bewegung auf. Aber die Lamelle bewegen sich trotzdem in einem anderen Rhythmus. Ja. Man kann das natürlich auch wieder ausschalten, dass die Lamellenbewegungen wieder direkter zu einem die kühle Luft heranstrahlen. Dann haben wir hier auch einen Ausschalter, wie gehabt, ja. Und das ganze Gerät schaltet sich dann auch aus. Das alles ist geschützt und man hat hier auch eine Trageschlaufe. Da ist eine Trageschlaufe, um das Gerät besser zu transportieren. Und am Fuß ist für die Kabel eine Aufwicklung. Also das Gerät ist sehr kompakt gemacht, ja. Und sehr schön. Passt in jeden Raum und ja, das wäre es eigentlich gewesen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder, wenn ich euch dann wieder was Neues vorstelle. Macht's gut, bis bald, tschüss.